Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Wow. Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Shalom und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ja, in der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir ein Zauberer sein können, ein Baumläufer. Wir haben den Marquis getroffen, diesen doch schon etwas seltsamen großen Hasen, der aber doch auf eine Art und Weise unglaublich sympathisch und freundlich ist. Ja, das stimmt. Und wir befinden uns jetzt in einem Ort namens Mausdorf. Schauen wir uns doch einfach mal um. Ein junges Eichhörnchen. Ein rundliches Tier mit Schirm. Eine Tanzmaus. Was hast du denn, junges Eichhörnchen? Du hast nicht zufällig Plato den Frosch gesehen, oder? Nein. Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich finde, Jerry ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires machst du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst was du? Was ist das? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Vielleicht hätte ich mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Ja, es gibt wohl scheinbar für dich nichts Wichtigeres. Ein Bach. Ich würde gern eine Quietscheente reinwerfen, um zu sehen, wie schnell sie wegschwimmt. Ja, das ist eine sehr schöne Idee. Eine tanzende Maus. Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Muss üben. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei! Yay! Woohoo! Die ist mir echt sympathisch. Was haben wir hier für ein rundliches Tier mit Schirm? Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal in Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Jack, ich finde das auch ganz cool mit dieser kleinen Taschenuhr, die er hier in der Hand hält. Das rundliche Tier mit Schirm. Ach, wer bist du denn? Eine Maus mit Rucksack. Warum musste ich auch dieses dumme Ding finden? Was ist ein dummes Ding? Hallo? Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Mhm. Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ja, ich kenne das. Das ist schlimm. Ich bin ein Glückspilz. Okay. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch und dann hängt... Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Ja, das bist du. Genau, das denke ich mir auch. Aber wir haben ja unsere magische Münze. Vielleicht können wir damit... Oh! Da steht wirklich jemand hinter dir. What?
Warum habe ich gerade beim Spiel UPS-Probleme? Jetzt ist er weg. Verrückt. Ich wusste es. Oh, was für ein Glück. Oh, wie befreiend. Wie sah der Geist denn aus? Er hatte einen Kieselkopf und seine Arme waren Zweige und Blätter. Wirklich? Das muss ein Waldschrat gewesen sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es sie wirklich gibt. Weißt du was? Hier, nimm das. Ich habe es im Wald gefunden. Vielleicht gehört das Buch ja dem Waldschrat. Wenn du ihn siehst, genau, kannst gib du es ihm wiedergeben. Aber war das nicht verflucht? Hallo? Ja, so viel dazu. Gucken wir mal unser Questlog. Ah. Der Marquis und Jerry reisen durch den... 1, 2, 3. Der Marquis und Jerry reisen durch einen Portalbaum nach Mauswald. In den Wäldern soll Jerry in Mäusegröße zum Zauberer ausgebildet werden. Der Marquis de Hoteau, ein Magier und Baumläufer, will Jerry zum Magier ausbilden. Er verspricht dem Jungen, dass sie bis zum Abendessen wieder zu Hause sein werden, auch wenn die Ausbildung mehrere Tage in Anspruch nimmt. Jerry erhält eine magische Münze, die Unsichtbares sichtbar machen kann. Nur 2 Tage Sommerfame, auf ins Abenteuer. Na, das hatten wir schon. Die Maus mit dem Rucksack glaubt, dass ein Unsichtbarer hinter ihr steht. Kannst du jemanden sehen? Okay, das ist also schon das, was alles passiert ist. Natürlich spielen wir weiter. Dass es doch leichte Performance-Einbrüche gibt in dem Moment. Gucken wir mal durch die Münze. Ah, da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Hinauf zur Stadtmauer, rutschig im Winter. Oh Mann, ich wünschte, ich wäre im Winter mal hier. Das wäre ein perfekter Ort zum Runterschlittern. Oh ja. Oh, der Marquis. Ah, da bist du. Komm, Jerry, ich will dir jemanden vorstellen. Oh, Junge. Ladebildschirm. Wow. Entschuldigen Sie bitte den plötzlichen Hausfriedensbruch, verehrte Eulen und Hörnchen. Ah, Jonathan. Das ist der Herr Hase, der eben schon hier war. Sapperlot, das ist doch Michlaus der Zeisig. Diese Augen. Augen, die unzählige Welten gesehen haben. Einige sagten, er kennt keine Gnade. Aber meine Eltern sagten, er sei einer der ersten Baumläufer gewesen. Ich war nicht der Erste, aber ich kannte ihn. Der Marquis de Hoteau. Ich war kaum größer als 3 Eicheln, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Nach der Tradition der Baumläufer stelle ich Ihnen meinen Schüler vor. Jeremias Haselnuss. Ich erbitte Unterstützung für ihn, auf dass er in diesen Wäldern die Kunst der Künste erlerne. Magie, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Der Grünschnabel ist also ein neuer Zauberlehrling. Wir dachten schon, die Tradition der Baumläufer sei ausgestorben. Was? Wie? Zauberlehrling? Ich bitte Sie, einen Moment einzuhalten, Jonathan. Einhalten? Nein, nein. Die Tradition verlangt, dass wir nun sofort das Gipfelfest vorbereiten. Ein neuer Baumläufer muss standesgemäß gefeiert werden. Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grünschnabel, so. Vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest bestellen. Genau. Frage am besten Anja Maus. Sie ist die allerbeste Bäckerin hier in Mauswald. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Mich interessiert, was hier geschehen ist. Mauswald hat sich verändert. Soll das heißen, ich soll ganz allein da draußen rumlaufen?
Ich vertraue darauf, dass du auf dich selbst aufpassen kannst. Ja, das noch kann ich. Sind Sommerferien. Dies ist dein Abenteuer, Jerry. Meinst du, du kannst es schaffen? Stimmt. Ja. Absolut. Halt! Nicht auf die Bücher treten. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Nichte Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Die Ursula. Huch! Sehr süß. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung angerichtet und Ursula passt auf, dass sie bleibt. Niedlich. Eine andere Rüstung. Ob da eine Maus drin ist? Nee, leer. Oh. Reitergemälde. Eine uniformierte Maus auf einem... Käfer. Das ist ein Gemälde des Gründers unserer Stadt, Magistratenrich von Mauswald. Er legte den moralischen Grundstein für unseren schönen Mäusewald und unsere Hauptstadt Mauswald. Moralischer Grundstein? Der sogenannte nicht zum Verzehr gedacht. Ach so, ich verstehe. Dann bist du sozusagen Vegetarier. Mir geht es blendend. Uhu. Verstehe. Ja, das hört man dir auch an. Ich sage immer, die Krähen. Okay, scheinbar kann ich mit der Ursula nicht reden, weil ich dann sofort mit dem Jonathan ins Gespräch komme. Hey, Leselektüre. Harry Otter und die Kammer der Heuschrecken. Das ist ein historischer Roman. Ob man die mal aufräumen sollte? Das tue ich ja. Aber Konrads Tochter Ursula bringt sie immer wieder durcheinander. Ich sage immer, die Krähen. Das war doch mal eine richtig, richtig schöne Zwei- oder Deutigkeit oder schöne Referenz auf jeden Fall. Ein Tisch. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Das Kleeblatt hat eine besondere Bedeutung. Uhu. Es versinnbildlicht die Zusammenarbeit der drei ständigen Mitglieder des Mauswalder Stadtrates. Drei? Unser drittes Mitglied ist Hannah Maus. Sie ist seit der Evakuierung beim letzten Krähenangriff noch nicht zurückgekehrt. Uhu. Interessant. Noch eine eiserne Rüstung. Eine Ritterrüstung, wie sie im Buche steht. Nun... wären Ritter kleine Hamster gewesen. Ja. Das wäre so knuffig gewesen, dass niemand Lust auf Krieg gehabt hätte. Da sagst du was, Jerry Haselnuss. Warn? Hat Marquis... Quatsch. Hat Kaminfeuer so an sich, ne? Da oben darfst du nicht hin, Jungspund. Da oben liegen Dokumente zur Stadt, Recht und Verfassung. Für einen Einblick muss man schon Gemeindemitglied sein. Außerdem kann man ganz bis aufs Rathaus hochsteigen. Ach so? Vielleicht entscheidest du dich ja mal, in Mauswald zu wohnen. Klingt auf jeden Fall ganz gut. Was? Halt! Nicht auf die Bücher treten! Aber sie bilden so eine schöne Rampe. Da dachte ich... Wissen wird nicht mit Füßen getreten. Wahre Worte. Dann reden wir doch einfach mal mit Konrad. Uhu. Darf ich Sie kurz stören? Nein, ich arbeite. Was arbeiten Sie denn? Denkarbeit. Uhu. Das heißt, er starrt Löcher in den Raum. Ich denke und plane. Was gibt's denn zu planen? Wir mussten unsere Vorräte gänzlich neu anlegen. Während der Evakuierung muss sich hier eine Krähe gütlich getan haben. Schon seit ein paar Monaten wird unser schönes Mauswald Opfer aggressiver Krähenangriffe. Diese Krähen sind wild, fast unfähig zu sprechen. Uhu, eine sehr beunruhigende Situation. Verrückt. Ich hatte noch so ein paar Fragen der Marquis. Was genau soll ich jetzt tun?
Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grün, Schnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausen. Das haben wir schon mal so gehört. Will es gibt. Frage am besten, was ist das Wipfelfest? Herr Eichhorn, werte Besucher, immer mit der Rinde. Das Wipfelfest, findet doch erst in einem Monat statt. Nein, nein, das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher und so ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu lange nicht mehr hier. Das kann durchaus sein. Was ist das? Uhu. Das fliegendes Papier ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du, Konrad? Uhu. Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Das klingt sehr spannend. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung darin. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Oh, unser erster Zauber. Wenn guter Rat teuer ist, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Ratersuch des Zauberstabes. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze wirst du den Herausforderungen, die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegentreten. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Ja, wieso? Ich dachte, ich werde Magier. Wipfelfest? Ich dachte, ich werde Magier. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Es gibt so viel zu tun, lass uns was anderes machen. Ach, ja. Wie war das mit den Baumläufern und den Portalen? Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Kindermärchen. Ein Baumläufer ist ein Magier, der durch die Welten schreitet. Durch die Portalbäume. Sagen und Mythen. Mitnichten. Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Oh yeah. Genau, um den Hilflosen zu helfen. Uhu. Und der Mythos lebt ein weiteres Mal auf. Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Die Kleine ist so niedlich. Okay. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg. Den werde ich auf jeden Fall haben und brauchen und... was sagt die Münze? Ein Netz mit Nüssen. Interessante Inneneinrichtung. Schick und essbar. Das sind die öffentlichen Gelder unserer Gemeinde. Viele der Stadtarbeiter bevorzugen Nüsse als Bezahlung. Ach, ich finde diesen Coin-Retter so toll.